Genau, wir haben ja auch noch Zeit. Schon mal herzlich willkommen an die ersten Teilnehmer, die da reinschneiden. So, jetzt müssen wir nur noch auf die Startups warten und dann könnten wir allmählich auch beginnen. Sagst mir Bescheid, ne? Genau, Ich. ja. Hi, schon mal nochmal willkommen an alle Teilnehmer, die gerade reinströmen.
Wir beginnen in den nächsten Minuten. Wir bräuchten noch die Startups, auf die wir quasi warten. Ah, top, genau. Genau, einmal. Genau, Niklas. Müsste freigeschaltet sein. Top, okay. Genau, sehr gut. Hi, Andreas. Hi, jetzt könnt ihr mich wahrscheinlich auch hören, ne? Genau, Sehr Wir gut. machen das so, du hast ja auch die Agenda gelesen, dass wir quasi gleich die Einführung machen und dann der Speaker, Gerd, der fängt dann quasi an und dann würden wir mit den Startups sukzessiv anfangen. Ihr wärt quasi das zweite Startup. Dementsprechend wäre es gut, wenn ihr über die Zeit dann, bis ich euch ankündige, das Video ausmachen würdet. Und genau. Also unsere Kamera jetzt ausmachen. Genau. Ist gut. Wir haben unseren Pitch hier als Video. Ja. Den würde ich dann über Screenshare einfach laufen lassen. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie aktivieren musst oder so. Nee, genau. Du kannst quasi, du müsstest unten die Funktion Bildschirm freigeben sehen. Genau, Da Screen, würdest du ja. dann, genau, da würdest du drauf gehen. Dann unten links wird noch als kleines Fenster steht noch, dass du den Computerton dann verwenden müsstest und dann kannst du das Video abspielen und dann seid ihr good to go. Genau. Cool. Dann share ich nur das Window. Ich muss gar nicht meinen Screen sharen, Nee, sondern ein genau. anderes Fenster. Ja. Ja, kriegt man hin. Müssen wir dann klären, mal kurz, dauert dann ja 5 Sekunden. Gut. Genau. Super. Super. Ja, dann machen wir Video aus, Ton aus und also Mikro aus und dann kündigst du uns einfach an, ne? Genau, perfekt. Perfekt, Supi. Jemand von Butinder da, den ich freischalten soll? Fehlt, glaube ich, noch. Nee, noch nicht, aber wir können quasi jetzt schon mal anfangen. Die Jungs kommen auf jeden Fall in den nächsten Jawohl. Minuten. Und dann, genau. Also, dann teile ich ganz kurz meinen Bildschirm. Mach das Ganze hier mal auf. Genau, somit auch von uns herzlich willkommen zur ersten oder ja, gut, mittlerweile der zweiten digitalen Startup Night von uns, also vom Ruhrhub. Genau, einmal ganz kurz, wie immer, da wir immer wieder auch mit neuen Teilnehmern rechnen und diese auch bei uns dann sehen, eine ganz kurze Einführung zu uns. Das heißt, was macht der Ruhrhub quasi? Uns kann man in drei große Säulen aufteilen und damit mit diesen drei Kernaspekten. Oder an diesen drei Kernaspekten sitzen wir dann auch und versuchen, diese stetig zu verbessern. Das sind einmal natürlich die Skalierbarkeit von Startups. Das heißt, wir skalieren Startups selber, beraten diese und binden diese quasi dann auch in unsere Events ein und versuchen, diese damit also zu fördern. Als zweite große Säule ist es mittlerweile unser Aufgabengebiet, eine digitale Kommunikation und eine digitale Community hauptsächlich aufzubauen. Das heißt, wir versuchen mit Startups, mit Mittelständlern, aber auch mit Konzernen, sowie Gründungsinteressierten einen Pool aufzubauen an Leuten, die etwas im Ruhrgebiet bewegen möchten und die sich gerne auch oder die ein hohes Interesse pflegen, sich miteinander zu vernetzen. Und diese Leute bringen wir untereinander und bringen diese mit unseren, wie bereits erwähnten, Events dann auch in die Kommunikation. Und als dritte große Säule sehen wir uns auch als oder sehen wir es als Ziel, natürlich auch die digitale Transformation vom KMU voranzubringen. Das heißt, den Mittelstand, aber auch kleinen Unternehmen in das digitale Zeitalter zu transformieren
um diese dann auch später mit Startups beispielsweise zu matchen und diese auf einem Niveau zu bringen. Genau, ich sprach die ganze Zeit von wir. Wer sind wir eigentlich? Wir sind Projektmanager und Community Manager, die miteinander in Kategorien und in unterschiedlichen Arbeitsbereichen diese drei Ziele umsetzen. Das heißt, die Community Manager und die Projektmanager versuchen dann über die Kommunikationskanäle dann alles, was wir machen, zu verbreiten und natürlich dann, wie bereits erwähnt, aber auch Startups zu skalieren und diese voranzubringen. Die Startup Night, dazu gehören Niklas, Nelson und ich, Jan-Niklas oder Jan. Und genau, wir organisieren die Startup Night und versuchen diese dann auch immer weiter zu entwickeln und diese auch oder an mehr und mehr Leute zu bringen, weil ich glaube, das ist ein ganz gutes Event, um sich mit Startups auseinanderzusetzen. Genau, das auch ganz kurz zu uns. Nun fangen wir dann auch mit dem Speaker an. Der Speaker heute ist Gerd Schröder. Gerd Schröder hat 2010 die Creative Kommunikationskonzepte gegründet in Essen, ist also auch bei uns quasi in der Nähe stationiert. Und Creative Kommunikationskonzept ist quasi eine Agentur mit dem Fokus auf Augmented Reality, Virtual Reality, Foto- und Videokommunikation und kennt sich daher bestens auch mit YouTube-Marketing aus. Dementsprechend bietet sich es natürlich an, dazu eine Startup-Night zu organisieren und ihn als Speaker vorzustellen. Genau. Gerd, dann kannst du dich gerne jetzt entmuten und quasi deine Beiträge mit uns offenbaren. Ja, vielen Dank. Hi. Also erstmal viele Grüße auch an die ganzen Zuschauer an diesen wundervollen Empfangsgeräten via YouTube. Ich habe mir gerade gelesen, es sollen so Pi mal Daumen so 30, 40 Leute sein, die hier gerade zuschauen. Also egal, ob ihr hier jetzt direkt im Zoom-Chat seid oder auf YouTube. Ich versuche gleich beides mitzulesen. Ursprünglich war geplant, dass ich das Ganze nicht bei uns im Büro mache. Ihr seht es vielleicht im Hintergrund, das ist definitiv nicht mein Büro. Ich sitze heute zu Hause und habe von der ein bisschen umgeplant und habe daraus Folgendes gemacht. Ich habe für euch ein Stück aus einem längeren Videovortrag zusammengekürzt auf 17 Minuten. Die werde ich gleich einfach als Video ablaufen lassen. Das gibt mir Zeit zu lesen, was ihr so alle schreibt und werde die Fragen mir auch notieren und werde hinterher dann in so gesehen der Q&A mit euch nochmal die ganzen sonstigen Dinge, die euch einfallen, die euch auf dem Herzen liegen, was ihr schon immer wissen wolltet, alles mit euch zu besprechen. Fragen dazu? 3, 2, 1. Dann mache ich jetzt mal Folgendes. Ich teile jetzt mal meinen Bildschirm und teile mit euch dieses wundervolle Video, was ich gerade so da eben meinte. So. Und dann starte ich das mal. Und danach sprechen wir uns einfach direkt wieder persönlich weiter. Gutes Videomarketing ist nicht unbedingt eine Kunst, sondern es besteht erstmal aus sehr vielen Handwerksdingen. Und zwar Handwerksdingen, die man auch am YouTube-Channel direkt einstellen, machen und optimieren kann. Wie kommen Menschen denn überhaupt erstmal zu den eigenen YouTube-Videos? Da gibt es zwei Wege. Entweder die kennen schon den Kanal, sie sind also Abonnenten oder kommen über die Homepage und. Oder ich habe Videos darauf ausgerichtet, dass Menschen diese Videos finden können. Das bedeutet, YouTube ist eine große Suchmaschine. Also sollte ich meine Videos so aufbereiten, dass sie gesucht und gefunden werden können. Nun gibt es natürlich Themenbereiche, wo es vielleicht nur zwei oder drei Videos zu gibt. Das ist schön. Bloß zu den meisten Themenbereichen gibt es mehr als nur zwei oder drei Mitbewerbervideos. Also, was kann ich dafür tun, dass meine Videos besser gefunden werden, also im Ranking weiter oben stehen als die von meinen Marktbegleitern, vom Wettbewerb? Was ich tun kann, sind verschiedene technische Dinge. Da kommen wir gleich zu. Ich möchte mal klarstellen, was passiert dann? Was macht der Mensch im ersten Schritt? Er liest sich die Videobeschreibung im Detail eigentlich nicht durch. Was er macht, er liest den Titel des Videos. Also besser Grünkohl kochen, ein Ratgeber, Finanzratgeber, was. Ich beende das mal. Und dann schaut er sich das Vorschaubild an. Also, ich weiß nicht, was bei euch rüberkam, ich hatte nur Aussetzer. Dann halte ich doch lieber den Vortrag so. Kann das sein, dass das sinnvoller ist? Ich glaube ja, ne? Ah, Ich denke ja, ich schon. glaube, das bietet sich an, ja. Das war irgendwie doch, das hat vorhin zwar gut funktioniert, aber ihr kennt das. Da gibt es so Streamingdienste von Netflix, Amazon Prime und ein paar, die über ab 18 sind. Dann erzähle ich lieber alles von vorn. Also, es gibt zwei Wege zum Ziel, wie Menschen zu euren YouTube-Videos finden können. Der eine Weg,
ist der Weg so gesehen, den man über YouTube direkt beschreiten kann. Das heißt, YouTube ist ja eine große Suchmaschine. Alles, was hinten dran hängt, geht in Richtung Google. Ermöglicht es euch, dass eure Zuschauer eure Videos finden können. Zwei entscheidende Faktoren sorgen dafür, dass eure Videos am Ende auch tatsächlich geklickt werden. Erstens das Vorschaubild, zweitens der Titel. Davon hängt ab, ob jemand draufklickt. Das war eben das Beispiel mit dem Grünkohl. Stell euch vor, ihr habt ein Beispiel, ein Video zum Themenbereich Grünkohl kochen leicht gemacht für Single-Männer. Was zeigt man dann erstens auf dem Vorschaubild? Das tatsächliche Gericht, also das fertige Produkt. Sorgt dafür, dass eure Vorschaubilder also sehr eindringlich, sehr klar kommentieren, was erwartet den Zuschauer, wenn er dieses Video auch startet. Ja? Gutes Vorschaubild sorgt dafür, dass nämlich eine sinnvolle Klickrate am Ende entsteht. Es gibt im Backend von YouTube nachher tatsächlich einen richtigen Sales Funnel. Das heißt, so und so viele Menschen haben überhaupt generell über die Suche euer Video Vorschaubild gesehen. Und dann könnt ihr ablesen, eine Klickrate, wie viel Prozent haben auf euer Vorschaubild auch geklickt und tatsächlich das Video dann gestartet. Es kann also sein, dass ihr ein tolles Video habt, aber das Vorschaubild, was ihr habt, so gesehen, dass der Teaser, ist nicht aussagekräftig genug. Die Leute fühlen sich davon nicht angesprochen. Dann habt ihr eine wichtige Aufgabe schon als erstes, setzt den Grafiker eures Vertrauens dran, macht neue Vorschaubilder. Jetzt bietet YouTube keine Standardfunktionen für einen AB-Test an der Stelle, da hilft nur eins. Reihe an Vorschaubildern hochladen, schauen, ob die funktionieren, wenn nicht, Bilder austauschen. Wenn ihr dann so gesehen die Leute dazu bekommen habt, dass sie euren entsprechenden Video gestartet haben, dann habt ihr danach die nächste Aufgabenstellung. Eure nächste Aufgabenstellung ist dafür zu sorgen, dass Menschen, die euer Video gestartet haben, dieses Video auch möglichst bis zu Ende durchschauen. Ihr werdet natürlich nachher noch euch ein paar Pitch-Situationen hier anleben, ihr kennt das. Stell dir vor, ihr hättet einen Investor, der mitten in eurem Pitch aufsteht, rausgeht und euch damit eigentlich mitteilt, war nicht so wichtig. Das Gleiche gilt auch für ein Video. Video fängt an. Und was müsst ihr jetzt in den ersten Sekunden des Videos tun? Hier in diesem ersten Bereich. Ihr habt 10 bis 15 Sekunden Zeit, damit der Zuschauer, der euer Video selbst gestartet hat, für sich entscheidet, das Video möchte ich auch weiterschauen. Also müsst ihr zu Anfang in den ersten Sekunden die wichtigen W-Fragen beantworten. Und die wichtigste W-Frage ist nicht wer, was, wieso, sondern warum soll ich dieses Video weiterschauen? Wenn ihr diese Frage erstmal beantwortet bekommt für den Zuschauer, ihn also so neugierig gemacht habt, dass er weiterschauen möchte, könnt ihr zum eigentlichen Thema kommen. Um das jetzt nochmal ein Beispiel mit dem Grünkohl-Video von eben aufzugreifen, funktioniert folgendermaßen. Ihr zeigt zu Anfang das fertige Gericht. Ich habe jetzt hier nur Blaubeeren drin. Sorry, ich habe gerade keinen Grünkohl. Also ihr zeigt zu Anfang das fertige Gericht und holt damit den Zuschauer ab, denn er hat auf dem Vorschaubild das fertige Gericht gesehen. Also das ist seine Erwartungshaltung und dazu möchte er jetzt auch was an Informationen bekommen. Also die ersten Sekunden haben nur den Job, holt den Zuschauer ab, damit er weiterschauen möchte. Das Schlimmste, was euch passiert ist, ihr habt die ganzen wichtigen Botschaften im hinteren Teil des Videos, aber am Anfang habt ihr ihn leider schon verloren. Also, ersten 10, 15 Sekunden den Zuschauer abholen, dafür sorgen, dass er weiterschauen möchte. Danach kommt ein Part von, sagen wir mal, 4 Sekunden, maximal 6 Sekunden, wo ihr den Zuschauer auf eure Marke, auf euren gesamten YouTube-Kanal aufmerksam machen könnt. Was ihr nicht machen solltet, ist zu Anfang irgendwas mit Logo kommunizieren. Das kommt erst in diesem zweiten Part. Wenn ihr diesen Part kommuniziert bekommen habt, kommen wir zum dritten Teil. Das ist der eigentliche Inhalt eures Videos. Das, was ihr generell sagen wollt. Und am Ende gibt es eine Funktion auf YouTube, die nennt sich Abspanntafel. Die Abspanntafel ist ein großartiges Instrument, rein technisch gesehen, mit der ihr in der Lage seid, eure Zuschauer nochmal dazu zu bekommen, eure Videos sich weiter anzuschauen. Ihr habt das sicherlich bei vielen Videos schon gesehen. Erstens gibt es dann zum Beispiel meinetwegen das Logo. Das steht dann irgendwie hier so an der Seite zum Beispiel. Da kann man drauf tippen und kann damit einen YouTube-Kanal abonnieren. Oder auf der anderen Seite. Ja, dann habt ihr hier zum Beispiel eine Fläche oder mehrere, wo weitere Videos stehen. Und diese weiteren Videos, die sind ziemlich praktisch und spannend. Die könnt ihr nämlich selbst festlegen, was dort angezeigt wird. Entweder ein weiteres Video von euch, eine Playlist von euch. Oder ihr könnt auch sagen, Videos von anderen YouTube-Channeln. Oder ihr könnt auch sagen, aus meinem eigenen YouTube-Channel schlag doch bitte als Algorithmus, lieber Google, YouTube, da einfach ein Video vor. Sofern ihr ein größeres Portfolio an Videos habt, ist das sicherlich auch ein guter Weg.
Ansonsten Video oder Playlist. Hilft euch weiter. Dann habt ihr den Zuschauer so gesehen einmal durch das Video hindurchgeführt. Ansonsten habt ihr noch folgende Funktion, die auch ziemlich praktisch ist. Und zwar in der oberen Ecke, so ungefähr hier, befindet sich manchmal in einem Video so ein kleines i. Und dieses kleine i, für Information, sorgt dafür, dass in dem Video weitere Informationen angeblendet werden können. Und zwar bis zu 4 i wie Infokarten könnt ihr dort einbinden. Eine Infokarte kann sein, während des Videoverlaufs, wie so ein kleines interaktives Menü. Ihr könnt theoretisch eine ganze Webseite nur aus Videos bauen. Ihr macht da oben zum Beispiel noch ein weiteres Video rein. Wenn ihr gerade über das Thema Abspanntafel redet und habt ein spezielles Video nur über Abspanntafeln, könnt ihr dann jetzt darauf hinweisen. Oder ihr könnt da oben auch über eine Playlist kommunizieren. Oder ihr habt die Chance, mit dieser Funktion auch sozusagen eine Abstimmung. Also eine Frage direkt im Video. Und wenn ihr das im Video selbst auch kommuniziert, dass man jetzt da oben hinklicken sollte, dann erhöht das eben die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen das auch tun. Funktioniert sogar ziemlich, ziemlich gut. Das sind jetzt ein paar technische Rahmenbedingungen, die ihr machen könnt. Noch viel wichtiger ist eigentlich, dass ihr dafür sorgt, dass eure Videos dafür sorgen, dass die Leute sie von Anfang bis nach zum Ende anschauen wollen. Und das hängt jetzt nicht davon ab, dass ihr irgendwie die schönsten Bilder habt. Viel wichtiger ist sogar noch meist fast immer der gute Ton. Ja? Denn ein gutes Video hat in der Regel besteht zu 51% aus gutem Ton. Ja, klar, Videos, die ihr auf Facebook habt, die automatisch erstmal Ton aushaben, da ist der Ton nicht so wichtig für den Einstieg. Aber wenn ihr Leute lange an einem Video dran behalten wollt, braucht ihr definitiv eine Tonspur. Die muss wirklich akzeptabel und hörbar sein. Ja, wir haben immer wieder Situationen, dass wir Videoprojekte haben, wo die Tonqualität gut ist und die Videoqualität ist okay. Das ist nicht weiter schlimm. Andersrum eigentlich fast immer No-Go. Und gerade bei der Videoqualität kann man das eine oder andere auch häufig retten, optimieren, verbessern. Wenn aber die Tonspur entsprechend nicht vorhanden ist, hast du nicht zugesehen zum Begleiten. Und wenn es für die Bildqualität gerade irgendeine Situation gar nicht gut genug ist, Foto, Animation, alles mögliche kann man verwenden, um dann diese Strecke, diesen Part des Videos zu überblenden. Zwei Dinge an der Stelle noch dazu. Wir haben darüber gesprochen, dass euer Video über YouTube über die Suche gefunden wird. Natürlich könnt ihr eure Videos auch in Webseite einbinden und so fort und ihr könnt mit Newsletter kommunizieren, über Social Media etc. Bitte berücksichtigt dabei, dass ihr ein Video, das ihr auf YouTube erstmal postet, ihr das nachher nach LinkedIn teilen wollt oder ihr teilt es auch nach Facebook und so weiter. Rein technisch lassen diese Plattformen das zu. Problem an der Stelle ist folgendes: Diese Plattformen möchten das eigentlich gar nicht. Die möchten eigentlich, dass ihr die Videodatei, die ihr für YouTube produziert, geschnitten und hochgeladen habt, nochmal nehmt und sie auf LinkedIn oder Facebook neu hochladet. Weil die Plattformen haben jeweils nur ein Ziel, dass ihre Betrachter, ihre User nativ auf dieser Plattform weiter verbleiben und damit die Watchtime des jeweiligen Videos auch auf der Plattform verweilt. Ihr müsst für euch entscheiden, was ist euch wichtiger? Die strategische Sammlung der User auf einer Plattform oder nehmt ihr die Vorteile der jeweiligen Plattform mit auf? Wenn ihr die Plattformen einzeln mit Videos bespielt, denkt bitte dran, auf YouTube könnt ihr ein Vorschaubild einzeln hochladen. Das geht auch auf Facebook und seit kurzem auch auf LinkedIn. Auf Twitter zum Beispiel geht es nicht und auf Instagram auch nicht. Also, wenn ihr eine Videodatei nehmt und sagt, die laden wir überall hoch, bitte denkt daran, dass das der erste Frame des Videos gegebenenfalls nicht so optimal aussieht und nicht ein schönes Vorschaubild ist. Das könnt ihr aber lösen. Und zwar, wenn ihr das Video schneidet, bearbeitet, könnt ihr im Videoschnitt in die erste Sekunde, in den ersten Frame genau genommen des Videos, das Vorschaubild direkt einarbeiten. Nehmt dann diese Videodatei, dann könnt ihr sie auf den verschiedenen Plattformen auch hochladen. So, das war mal so ein kurzer Impuls. Jetzt zum Themenbereich, was mit Video? Fragen dazu? Schaue ich mal auf YouTube, ob da noch irgendwas gekommen ist. Gut. So, eine Hand ist gehoben, eine Sekunde.
kann ich leider nicht mehr sehen. Tut mir leid, müsst weitermachen. Gut, dann bin ich ja mit meinem Teil auch soweit durch, mit meinen Fragen und Antworten. Jan, du hast Mikrofon aus. Ist, glaube ich, immer noch gemutet. So, genau, jetzt. Perfekt. Ja, jetzt müsst ihr die... Jetzt hört ihr mich, oder? Ja. Genau, super. Genau, vielen Dank, Gerd, für deinen Auftritt. Jetzt zum Thema YouTube-Marketing. Ich bin mir sicher, dass einige hier wichtige und essentielle Notizen und Informationen generieren konnten. Und wenn sich noch im Laufe des weiteren Vorgehens Fragen ergeben sollten, könnt ihr auch diese direkt nochmal in den Chat einfach posten. Dann können wir euch auch gerne kurz zum Diskussionsteilnehmer machen und ihr könnt die Frage auch persönlich an den Gerd stellen. Und dann denke ich mal, dass ihr dazu auch noch gute Antworten erhalten werdet. Also scheut euch da nicht. Genau. Macht das gerne nach eurem Ermessen. Ist gerade eine Frage gekommen. Ah, super, genau. Vom AP, der gleich als nächstes dran ist. Welche Art von Kundengruppen eignet sich denn Videos besonders gut? Ich möchte die Frage umdrehen und es ist nicht die Frage von welches Kundengruppen, also B2B, B2C, du kannst Videos für alle Kundengruppen nutzen. Die Frage ist, wie genau ist der jeweilige Informationsimpuls für deinen Betrachter, für deinen Zuschauer? Oder anders gesagt, es gibt ja die Customer Journey. Du brauchst gegebenenfalls für verschiedene Abschnitte der Customer Journey verschiedene Videos. Mal ein einfaches Beispiel. Es hilft niemand, ein 15 Minuten langes Erklärvideo zu bekommen, wenn du eigentlich nur wissen möchtest, wie in der Küche der Mülleimer ausgehängt wird, damit du hinten hinter irgendwo vielleicht an irgendwelche Gerätschaften rankommst. Da möchtest du ein Video in der Länge von maximal 90 Sekunden. Da klicken, Nippel durch die Lasche ziehen, rausheben. Dann brauchst du dafür kurze Videos. Du brauchst aber im Rahmen der Kundenhistorie, des Verkaufsprozesses und vom Interessenten, von ganz zu Anfang, brauchst du ganz andere Arten von Videos. Du fängst mit Videos an, die vielleicht erstmal nur ein Problem beschreiben, so ähnlich wie so eine Art White Paper. Und wenn dann der Zuschauer, der Betrachter, der dieses ersten Videos sagt, ich nenne es jetzt mal Aufreißvideos, ja, du wolle Rosen kaufen, wenn er sagt, okay, dieses Thema ist gut, dann führst du ihn vielleicht von da aus zum zweiten Video, wo du die Lösung im Detail beschreibst, kommst dann zu einem dritten Art von Video. Und du kannst jetzt verschiedene Szenen aus diesen drei Videos, von denen ich gerade gesprochen habe, auch nehmen, um daraus nochmal für einen Messeauftritt vielleicht nochmal eine ganz andere Art von Video zu produzieren. Ja, für den Messeeinsatz brauchst du vielleicht kein Video, wo irgendwo Ton dabei ist. Da brauchst du ein Video, was nur im Hintergrund läuft, mit großen Texttafeln vielleicht irgendwas erklärt und beschreibt, so zwischendurch. Ja? So eine Art von Video würdest du vielleicht nicht auf Social Media teilen wollen. Da brauchst du ein Video, was wiederum anders gearbeitet ist. Wir haben Videos produziert für Investitionsgüter, also für Investmentfonds für bis zu 80 Millionen Euro. Wir haben Videos produziert für LaserTag. Wir haben, das sind alles Verkaufssituationen, wenn du so möchtest. Aber wir haben auch Videos produziert für Recruiting-Anlässe. Stell doch mal dich als Arbeitgeber, als zukünftiger Platz, hier, dieser Schreibtisch, da dieser Stuhl, da könntest du sitzen. Das müsstest du wieder anders aufbereiten, auch mit einem anderen Protagonisten, jemand anders vielleicht vor der Kamera. Als wenn du sagst, ich mache jetzt ein Investorenvideo fertig oder ein Pitch-Video, um einen Investor zu finden. Ja, du wirst ja nicht mit dem gleichen Video oder mit dem gleichen Pitch-Deck losziehen, mit dem vielleicht versuchst, einen Investor zu finden, als wenn du es deiner Oma erklären willst oder auf einer Party jemand anders erklären möchtest. Dann würdest du auch mit einer anderen Art von Video rumlaufen. Also gibt es so gesehen für verschiedene Kommunikationsanlässe verschiedene Videos. Ich spreche da meistens von einer Art Baukastensystem. Hilft das weiter? Super. Und ansonsten schreibt mich an. Das Internet hilft weiter. Super. Genau, da kommt noch die nächste Frage rein. Aha, okay, also nochmal auf die Watchtime eingehen. Ja, Watchtime. Das Wichtigste, wenn es dir darum geht, auf YouTube relevant zu werden, sagen wir mal so. Also du möchtest YouTube werden,
YouTube-Star werden mit deiner Marke, deinem Produkt, wie auch immer. Du möchtest, dass der Kanal nach vorne kommt. Das wichtigste Kriterium in der heutigen Zeit, was YouTube an der Stelle bewertet, ist Watchtime. Richtig erkannt. Das heißt, wie viele Minuten oder Stunden kann dein Video so gesehen am Ende generieren? Oder dein ganzer Kanal? Das bedeutet, für die Strategie deines Kanals ist es wichtig, erstens vielleicht Videos zu haben, die lang sind, die auch möglichst viele Minuten generieren können. Zum Beispiel, ich habe jetzt in meinem uralten YouTube-Kanal, ich habe jetzt gerade ein ganz neues Experiment gemacht, ich habe einen alten Kanal von 2010 genommen, meinen alten privaten, mit dem ich mal irgendwann angefangen habe, das war der erste war von 2008. Diesen Kanal habe ich jetzt wieder vor 2 Wochen reaktiviert. Das heißt, der ist im Prinzip ein altes, halbtote Leiche gewesen. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe jetzt jede Woche 2 neue Videos dort hochgeladen. Diese Videos sind in der Länge zwischen 2,5 und 4 Minuten und eins ist 36 Minuten. Das war übrigens ein Stück von dem, was ich euch da gerade zeigen wollte. Ich packe nachher mal einen Link auf YouTube und hier auch in Zoom in den Chat rein von diesem 36-Minuten-Video. Warum habe ich so verschiedene Videos von so verschiedenen Längen? Weil die wichtige Geschichte bei der ganzen Sache ist, du brauchst ja Watchtime. Nur mit 2 Minuten oder 90 Sekunden Kurzvideos wird es dir ungeheuer schwer fallen, so eine Watchtime zu erreichen. Du brauchst eigentlich, gesehen, wenn du sagst, mach einen Redaktionsplan. Sagen wir mal, du würdest jede Woche oder alle 2 Wochen ein Video hochladen. Dann brauchst du eine ganze Reihe kurze Videos, um kurze Fragen vielleicht zu beantworten. Du brauchst aber zwischendurch auch einzelne Videos, die länger sind, die dann insgesamt deine gesamte Watchtime auch mit hochziehen. Man spricht da auch so von Evergreen und Hero-Content. Oder zum Beispiel, wenn du sagst, du machst ein Video jetzt zum Ostern. War gerade, okay, gebe ich zu, falsches Thema. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist irgendein aktueller saisonaler Anlass. Du machst jetzt ein Video zum Themenbereich. Unser Produkt funktioniert auch bei Corona weiter. Das ist ein Video, was hat eine gewisse Lebens- und Laufzeit. Also du brauchst die entsprechende Mischung. Okay, perfekt. Dann haben wir hier noch eine Hand, Satya. Niklas, könntest du den einmal ganz kurz reinziehen? Audio müsste, glaube ich, ein sein, aber natürlich mache ich. Ganz genau. Satya, gerne die Frage so stellen oder auch per Chat-Funktion. Satya, du bist mal gemutet. Genau, einmal unten links das Mikrofon anmachen und dann sollte es funktionieren. Nee, Satya möchte nichts erzählen. Schreibt, war es nicht. Na dann. Okay, top. Dann machen wir soweit weiter, genau. Wenn weitere Fragen noch sich im Laufe der Präsentation ergeben, dann gerne in den Chat. Ansonsten, genau, vielen Dank nochmal, Gerd. Wir werden auch die Videos auch später nochmal zur Verfügung stellen, wenn ihr euch da nochmal retrospektiv etwas anschauen möchtet. Genau, ansonsten würden wir dann auch jetzt zum ersten Startup kommen. Und zwar, ich teile mal ganz kurz, okay, wir machen erstmal eine Umfrage, genau. Das bietet sich hier jetzt gerade an. Und zwar wollen wir wissen, auch gerne von allen Teilnehmern, woher ihr quasi kommt und was ihr quasi macht. Das heißt, seid ihr Gründer, seid ihr Unternehmensvertreter? Genau. So, 10 Sekunden noch, haut noch mal in die Tasten. Okay, dann machen wir jetzt weiter mit Florian Ruffin von TrustCerts. Was macht TrustCerts ganz genau? Mit TrustCerts kann man quasi digitale Originale, die man fabriziert und konzipiert hat, vor Betrug und vor Fälschung schützen. Das heißt, wenn man zum Beispiel seine Bachelorarbeit oder seine Masterarbeit schreibt, kann man diese digital für alle Zeiten schützen lassen von TrustCerts. Und damit öffnen sich natürlich unfassbar viele Türen in unterschiedlichen Segmenten. Und genau dazu wird jetzt Florian noch deutlich mehr Input geben können. Genau, Flo, wenn du möchtest, gerne. Ja, klar. Hi. So, ich teile jetzt mal meinen Bildschirm. Ja, Moment, ich stopp meinen. So, top. So.
Moment. Achso, ja. Ich denke, Flo kommt direkt wieder. Ich glaube, der muss nur ganz kurz einmal Zoom neu starten, damit er sein Video quasi oder sein Tool darstellen kann. Genau, ich glaube, dann bietet sich die eine Minute an, um noch eine zweite Umfrage zu machen. Genau, Niklas, also... Genau, dann füllt kurz nochmal die Umfrage aus und dann geht es auch weiter. So, ich habe auch währenddessen gerade noch Informationen vom Flo bekommen. Der ist rausgeflogen und kommt in den nächsten Minuten wieder. Dann bietet sich einfach die Zeit an, mit dem zweiten Startup weiterzumachen. Und zwar mit Bottom-Up-City. Und genau, dann würden wir quasi einfach Flo hinten dran ziehen. Genau, ich glaube, das ist soweit auch kein Problem. Genau, ich könnte auch gerne schon mal das Mikrofon anmachen. Ja. Und super. Das Mikro ist an, könnt ihr uns hören? Also genau, ja, man hört euch soweit. Genau, dann könnt ihr auch gerne euren Bildschirm schon mal freigeben. Ja, und genau, dann könnt ihr quasi direkt auch beginnen. So, wir haben auch, wir haben unseren Pitch als Video vorbereitet. Das ist vielleicht ganz passend zum Thema. Wir sind zwar keine Profis wie unser Vorredner, haben es aber trotzdem mal probiert, einfach den Pitch als Video vorzubereiten. Ich lasse mal laufen. Ich glaube, ich muss aber noch mal extra mein Audio sharen. Kann das sein? Genau, du müsstest quasi, wenn du den Bildschirm freigibst und dann entscheidest, welches Fenster du aufmachst, dann ist da unten links noch eine kleine Leiste, die angibt, dass du die Computer-Audio. Das heißt, wenn du den Bildschirm vielleicht noch mal kurz abbrichst und dann noch mal den Bildschirm freigibst, dann siehst du das unten links. Ich habe hier keinerlei Zoom. Genau, oben rechts müsstest du einmal auf das rote X gehen. Ich sehe es. Genau, und jetzt quasi nochmal und dann bei dem Fenster, das sich öffnet, unten links. Share Computer Sound, genau. Genau, perfekt. Super. Okay, jetzt haben wir es. Probieren wir es nochmal. Video ab. Hallo, ich bin Andreas, ich bin Raumplaner. Und ich bin Sina, ich bin Geografin und gemeinsam sind wir Bottom-Up City. Wir sind hier in Münster im DigiHub, wo wir zurzeit am Accelerator-Programm teilnehmen. Aber jetzt zeigen wir euch erstmal, wie wir mit unserer Idee die Quartiersentwicklung revolutionieren. So sah es in manchen Ecken von Berlin noch in den 90ern aus und so kennt man diese Ecken heute. Diesen Effekt gibt es überall auf der Welt, aber wir nennen ihn, ausgehend von seinem bekanntesten Beispiel, den Kreuzberg-Effekt. Dieser Kreuzberg-Effekt verläuft dabei immer ähnlich. Es gibt ein strukturschwaches Quartier mit günstigen Flächen, es kommen junge Kreative, sogenannte Pioniere und starten Projekte, Kunst und Kultur und schrittweise entsteht so eine sich selbst verstärkende Aufwertungsdynamik. Und auf einmal ist Berlin arm, aber sexy. Dieser Kreuzberg-Effekt hat aber einen entscheidenden Haken. Wir haben in der Stadtentwicklung bisher kaum Daten über diese Pioniergruppen, geschweige denn einen direkten Kanal in die Szene. Und das bedeutet, auch heute noch ist der Kreuzberg-Effekt schwer vorhersehbar und schwer steuerbar. Das bedeutet für Städte, dass Aufwertungsprozesse schwierig zu forcieren sind, was oft ineffiziente Mittelverwendung bedeutet. Für die Immobilienwirtschaft ganz klar verpasste Investitionschancen und für den Einzelhandel oft unvorteilhafte Standortentscheidungen. Und genau das ist unsere Vision. Wir wollen es möglich machen, den Kreuzberg-Effekt as a Service zu nutzen. Das heißt, unsere Mission ist es, Daten und Kanäle zu Pionieren zu schaffen. Wie gehen wir dabei vor?
Nun, aus bestehenden Datenquellen sammeln wir Geodaten, die uns Hinweise auf Pioniernutzungen geben, also zum Beispiel Standorte von bestimmten Events, Kreativen oder Initiativen. Daraus entwickeln wir eine Art Pioniermonitor, der zukünftige Hotspots von Pionieraktivitäten anzeigt. Gleichzeitig bauen wir auf Social-Media-Seiten eigene Angebote und Seiten speziell für Pioniere auf, wie zum Beispiel einen Instagram-Kanal für coole Projekte oder eine Facebook-Seite für Szene-Events. Über diese Kanäle können wir nun zielgerichtet Akteure aus der Szene ansprechen. Und mit diesen Inhalten und Kanälen bauen wir nun schrittweise eigene Plattformen auf, wie spezielle Quartiersplattformen für strukturschwache Gebiete oder eine nationale Quartiersplattform mit Angeboten speziell für Pioniere. Und dadurch gelingt es uns nun, schrittweise immer mehr eigene und vor allem bessere Daten und Kanäle zu Pionieren nutzen zu können, wodurch wir den Kreuzberg-Effekt erstmals tatsächlich as a Service für strukturschwache Quartiere anbieten können. Das wäre erstmal der erste Einstieg in unsere Idee. Der nächste Schritt ist, unser Konzept in unseren Pilotprojekten zu testen, um erste Learnings zu generieren. Zum Abschluss haben wir euch noch ein paar FAQ mitgebracht, die uns immer wieder auf unseren Pitches begegnen. Was sind eigentlich eure Produkte? Unser erstes Produkt sind Quartiersplattformen als Software as a Service für Städte. Diese bieten unterschiedliche Werkzeuge für die Quartiersentwicklung und können bedarfsweise um weitere Module und Leistungen erweitert werden. Unsere Pionierplattform bietet Zugang zu allerlei Ressourcen für Pionieraktivitäten und ist kostenfrei nutzbar, kann aber um Premium-Funktionen erweitert werden. Über unser Pionier-Marketing können Kunden unsere Kanäle nutzen, um Informationen gezielt an Raumpioniere auszuspielen. Über unser Entwicklungsmonitoring können Hotspots von Pionieraktivitäten und somit die Entwicklung im Quartier vorhergesehen werden. Was sind eure Kunden und Zielgruppen? Wir haben sowohl zahlende als auch nicht zahlende Kunden. Unsere zahlenden Kunden sind Städte, Wohnungswirtschaft und der Einzelhandel. Unsere nicht zahlende Zielgruppe sind die sogenannten Raumpioniere. Somit bedienen wir die drei unterschiedlichen Kundensegmente B2A, B2B und B2C. Lokale Einzelhändler können dabei je nach Rolle im Quartier teilweise selbst auch als Pionier angesehen werden. Wie erreicht ihr eure Zielgruppen? Wie bereits gesagt, sind unsere Kunden Städte, Wohnungswirtschaft, Einzelhandel und Pioniere. Momentan erreichen wir unsere B2B-Kunden vor allem über Vorträge, Events und unser Netzwerk. Städte lassen sich auch sehr gut über Ausschreibungen und Wettbewerbe akquirieren. Wichtig wird später vor allem das Pre-Sales-Marketing über die eigene Website sowie Google AdWords. Lokale Entrepreneure und Pioniere erreichen wir momentan vor allem über unsere eigenen Social-Media-Kanäle und Guerilla-Marketing. Später setzen wir vor allem auf bezahlte Reichweiten auf Social Media und Google AdWords. Wie passen eure Kunden und Zielgruppen zusammen? Der Fokus unserer Aktivität liegt in Quartieren. Diese betrachten wir als einen Two-Sided Market. Hier haben wir auf der einen Seite die Pioniere, die über ihre Aktivitäten Entwicklungsimpulse im Quartier setzen. Diese generieren dadurch Werte für Städte, Wohnungswirtschaft und Einzelhandel. Das Problem ist, dass es für Pioniere bisher keine Rekompensation für diese Leistungen gibt, was langfristig zu weniger Impact und daher weniger Aufwertung im Quartier führt. Hier kommen wir ins Spiel. Da wir die Plattform durch Erlöse unserer Kunden finanzieren, können wir die Leistung für Raumpioniere vollständig gratis anbieten. Und das bedeutet, dass es für Pioniere erstmals eine Rekompensation für ihre Entwicklungsleistung gibt, was langfristig zu mehr Impact und mehr Entwicklung im Quartier führt. Das war's auch schon von uns. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen für unsere Idee begeistern. Falls ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schickt uns einfach eine Nachricht über unsere Webseite oder unsere Social-Media-Kanäle. So, ich hoffe, das hat funktioniert. Es wäre schade, wenn es nicht. Super. Sehr gut. Lief wirklich unfassbar gut. Genau. Danke. Ihr seid ja auch schon auf Fragen eingegangen. Wenn es jetzt aber noch Fragen geben sollte, stellt diese auch nochmal gerne. Ich denke, wir haben nochmal die eine oder andere Minute Zeit, um weitere Fragen zu klären. Auf jeden Fall, sehr gerne. Wir können auch noch sammeln und wir gehen da später nochmal drauf ein. Und wie gesagt, falls
später noch was aufkommt, auch gerne einfach eine E-Mail schicken. Wir gehen auch so gerne mal in einen Call rein und quatschen ein bisschen über das Konzept. Ja, ich sehe eine erste Frage. Dürfen wir was zu den aktuellen Pilotprojekten erzählen und laufen diese zu unserer Zufriedenheit? Wir haben sowohl ein Pilotprojekt für eine Quartiersplattform. Da ist so ein bisschen das Problem über die Corona-Krise. Wir wollten, also es ging da vor allem ums Leerstände zu vermitteln direkt an die Pioniergruppen und wollten da im Prinzip, Teil des Projekts sind ein Onboarding mit den lokalen Bürgern und den Inhabern von den Geschäften. Die sind aber nicht unbedingt so die digital affine Zielgruppe. Deswegen ist das Projekt momentan auf Eis, weil wir keine vom Auftraggeber her, also von der Stadt her, einfach keine persönlichen Treffen abhalten dürfen. Wir überlegen gerade, ob wir das schaffen, die Leute vielleicht digital zu onboarden, sind da aber noch ein bisschen skeptisch, ob das nicht riskant ist und ob wir das nicht lieber aufschieben wollen. Ein zweites Projekt ist ein Datenprojekt, wo wir versuchen, das Pionierökosystem aufzudecken mit einer Stadt zusammen. Auch da ist wieder das Problem, dass wir vor Ort nicht arbeiten können. Und wir sind da momentan gerade bei der Datenerhebung über Webscraping, sind da bei Instagram und Social Media Daten zu sammeln, sind aber relativ zufrieden. Und ein drittes Projekt ist gerade in Sondierung. Da ging es darum, dass die Stadt festgestellt hat, dass die haben ein Viertel, das ehemals gar nicht besonders gut war, und das ist jetzt aufgewertet. Und sie haben gemerkt, dass ihnen die Kreativen und diese Pioniergruppen jetzt weggelaufen sind aus dem Quartier und in andere Quartiere gegangen sind, weil im Zuge der Aufwertung die Preise gestiegen sind. Und das ist natürlich ein Problem für eine Stadt, weil denen dann ihre Attraktivitätsgaranten quasi abhanden kommen. Und da sind wir gerade im Gespräch, ob man da irgendwie ein Monitoring aufsetzen kann und was man den Pionieren bieten muss, damit sie auch langfristig im Quartier gerne bleiben wollen. Also meistens sind das halt günstige Flächen oder flexibel nutzbare Räume, die sie sich auch leisten können. Ich hoffe, das war informativ, also eine Antwort auf die Frage. So, genau. Ja, ansonsten, wenn keine weiteren Fragen übrig sind oder sich vielleicht noch im Laufe der Veranstaltung ergeben, genau, könnt ihr da nochmal drauf eingehen. Genau, ansonsten auch nochmal von uns vielen Dank. Ihr werdet gleich auch nochmal einen kurzen Auftritt haben, wenn es darum geht, den besten Pitch zu küren heute. Da gibt es ein kleines Geschenk oder genau, aber dazu mehr noch im weiteren Verlauf. Alles super. Klar, sehr gerne. Cool. Genau. Danke fürs Zuhören. Ansonsten, genau, können wir jetzt gerne weitermachen mit Flo von TrustSearch. Soweit ich weiß, ist die Technik jetzt in der Lage, die Tools zu handhaben. Perfekt. Ich glaube, jetzt sollte es gehen. Genau. So. Ja. So. Ja, hi nochmal von mir. Sorry für die kleine Unterbrechung gerade. Da hat was mit der Technik nicht ganz gepasst. Genau, ich bin von TrustSearch. Vielleicht kennen einige von euch schon TrustSearch. Mirko, der Gründer von TrustSearch, war auch schon mal auf der Startup Nights und hat das Ganze vorgestellt. Ist jetzt einige Zeit vergangen. Von daher haben wir mit Jan gesprochen und gesagt, Mensch, wir haben jetzt vor allem drei Produkte entwickelt und würden das Ganze gerne nochmal jetzt im weiteren Zustand pitchen. Ja, Jan hat hier am Anfang schon mal so ein paar einleitende Worte gesagt, worum es uns grundsätzlich geht. Und da würde ich einfach noch euch gerne nochmal zu abholen. Und zwar, es ist ja so, in der heutigen Zeit, jeder von uns erstellt am Tag digitale Originale, sei es eine Word-Datei, sei es, sei es ein kurzer Brief, kurzes Dokument, was auch immer. Jetzt auch gerade noch in Homeoffice-Zeiten vielleicht nochmal mehr als vorher. Und die Echtheit, also die Sicherheit, mit der ein Externer, beispielsweise ein Kunde, die Echtheit dieses digitalen Originals nachprüfen kann, ist relativ gering oder beziehungsweise ist relativ einfach, heutzutage digitale Originale zu fälschen. Ich gehe auch gleich mal auf ein Beispiel ein, aber naja, im Endeffekt braucht jeder nur Word und muss ein bisschen Text schreiben und dann das Ganze umwandeln und dann hat man da entsprechend auch relativ schnell eine Fälschung erstellt.
Die Folgen daraus aus diesen Fälschungen, das sind zum einen, wenn der Kunde irgendein falsches Dokument, eine Fälschung bekommt, ist einmal der Vertrauensverlust in das Unternehmen. Beispielsweise, wenn jetzt irgendeine gefälschte Korrespondenz an die Mieter von einem Vermietungsunternehmen rausgeht, ist natürlich ein Vertrauensverlust gegenüber dem Vermieter da. Dann sind es natürlich auch wirtschaftliche Schäden oder juristische Konsequenzen, die sich daraus ergeben können. Und was da der Ansatz von Trusted ist, ist genau diese digitalen Originale, die es gibt, abzusichern, und zwar gegen Fälschung. Und dafür nutzen wir bei Trusted vor allem die Blockchain-Technologie. Hier würde ich einmal generell mal so auf die Funktionsweise eingehen. Ist relativ einfach. Der Aussteller des digitalen Originals sichert das Ganze über Trusted, über die Blockchain ab. Dort wird eine entsprechende Prüfsumme und Signatur hinterlegt. Dann sendet er das Dokument, das abgesicherte Dokument, einfach an den Empfänger, sei es jetzt digital. Wir können das Ganze aber auch analog mit einem QR-Code machen. Sendet das an den Empfänger und der Empfänger kann es dann einfach relativ einfach per Drag-and-Drop oder per Scannen des QR-Codes prüfen, ob dieses Dokument auch wirklich von demjenigen ausgestellt wurde, von dem er meint, dass es ausgestellt wurde. So, und was haben wir auf Basis dieser Funktionsweise für Produkte erstellt? Das sind grundsätzlich drei Sachen. Das ist einmal unser Trust Manager. Da geht es vor allem darum, Prozesse abzusichern. Wir stellen uns vor, ein Unternehmen hat Nachweise zu erbringen. Da gibt es beispielsweise ein Krankenhaus, das nachweisen muss, dass seine Mitarbeiter, vor allem Ärzte und Krankenschwestern, gewisse Schulungen gemacht haben, sich gewissermaßen fortgebildet haben in bestimmten Bereichen. Und das muss das gegen externe Behörden, beispielsweise der Krankenkasse oder der Ärztekammer oder der Kassenärztlichen Vereinigung, auch nachweisen, dass diese Schulungen gemacht wurden. Mit TrustCert bzw. mit dem Trust Manager kann man das Ganze dann relativ einfach verwalten, kann immer sehen über ein Dashboard, wer hat welche Schulungen gemacht, und das Ganze ist dann entsprechend immer über die Blockchain abgesichert. Dann haben wir den Trust Creator, da geht es vor allem primär um die Absicherung von Dokumenten. Das heißt wirklich, ich ziehe meine Dokumente, die ich erstellt habe, meine digitalen Dokumente, in den Trust Creator rein. Die werden über die Blockchain abgesichert und der Empfänger der Dokumente kann dann per Drag and Drop nachprüfen, ob diese Dokumente auch wirklich von demjenigen ausgestellt wurden, von dem man meint, dass sie ausgestellt wurden. Ja, und als drittes die Trust Chain, das ist die Blockchain von TrustCert, die dahinterliegende Technologie. Wir sind auch in der Lage, einfach diese Technologie, wir haben auch große Kunden, die sagen, wir haben für gewisse Prozesse beispielsweise schon Programme und würden aber gerne genau diese Komponente der Absicherung dort integrieren, und dann können wir auch die reine Backend-Technologie, nenne ich sie jetzt mal, auch in solche Standard-Software integrieren. Ja, was sind unsere Vorteile gegenüber Wettbewerbern? Wir haben natürlich als großen Wettbewerber die analoge Unterschrift, aber auch Unternehmen wie DocuSign, Adobe, die ja gerade in Signatur-Business unterwegs sind mit ihren Lösungen. Und hier möchte ich vor allem einen Vorteil herausheben, und das ist das beliebige Dateiformat. Das heißt, bei uns, beispielsweise in dem Trust Creator, können alle digitalen Dateien abgesichert werden. Ob das jetzt ein Foto ist, ob das eine PowerPoint ist, ob das ein PDF ist, ein Word ist, das ist völlig egal. Genau, und das ist so der große Vorteil. Bei vielen anderen Wettbewerbern kann man eben nur beispielsweise eine PDF absichern. Ja, und jetzt würde ich gerne nochmal auf einen Use Case eingehen, wo man eben unsere Produkte einsetzen kann. Ich hatte es ja schon mal angesprochen, der Fall der Rechnung. Dort würden wir unseren Trust Creator einsetzen. Also jetzt mal grundsätzlich, heutzutage eine Rechnung zu fälschen, beispielsweise von der Telekom, ist relativ easy. Das Layout von so einer Rechnung kann ich im Internet relativ schnell finden, mache dann mein Word auf, tippe das ein, unten setze ich meine IBAN drauf und verschicke das einfach mal an ein paar Telekom-Kunden, und wahrscheinlich werden 90% der Kunden das Geld überweisen. Was natürlich daraus als Folgen entstehen, ist zum einen der Vertrauensverlust gegenüber dem Unternehmen, dann natürlich die wirtschaftlichen Schäden für die Kunden, und es ist vor allem auch schwierig, die Betrüger wirklich dran zu bekommen. Also juristische Konsequenzen für diese Betrüger sind sehr, sehr unwahrscheinlich, weil man sie einfach nicht dran bekommt. So, und genau da setzen wir mit TrustCert an, mit unserem Trust Creator. Dort kann man eben einfach die Dokumente absichern, kann dann an die Kunden das Ganze rausschicken, ob es jetzt per Post ist, wo dann ein QR-Code drauf ist, den ich abscanne als Kunde, oder wie angesprochen digital, wo ich es einfach per Drag and Drop bei uns auf der Seite beispielsweise prüfen kann. Kann ich einfach als Kunde
sagen, okay, es wird mir angezeigt, wer hat das Dokument erstellt, wann wurde es erstellt. Genau, und ich kann einfach nachvollziehen, ist es wirklich ein Dokument, das von der beispielsweise von der Deutschen Telekom kommt, oder ist es beispielsweise von einer E-Mail-Adresse, die mir spanisch vorkommt, und dann lasse ich das lieber mit dem Überweisen des Geldes. Jetzt auch aktueller Fall, mit dem Produkt hätte man auch den Betrug bei den Corona-Soforthilfen auch verhindern können. Ja, hier nochmal so ein bisschen das Team hinter der Technologie. Ich bin Florian, ich kümmere mich vor allem um die Business-Sachen bei TrustCerts, aber wir haben eben Mirko, den Gründer, der eben vor allem sich die Expertise im Bereich der Blockchain mitbringt, und eben dann auch das Team, das vor allem aus Entwicklern und dann eben den Leuten aus dem Marketing und Vertrieb besteht. Ja, hier nochmal so ausgewählt ein paar Partner und Piloten, die wir schon gemacht haben. Sehr bedeutsam für uns die FOM. Sind stolz darauf, sagen zu können, dass die FOM heute schon alle beziehungsweise unsere Technologie einsetzt und alle seine Zertifikate und auch weitere Dokumente eben über die Blockchain von TrustSets absichert. Das heißt, man kann heute schon prüfen, ob das Zeugnis, das ein Bewerber bei einem Unternehmen von der FOM vorlegt, auch wirklich echt ist oder ob es gefälscht ist. Genau, das nochmal hier unsere Kontaktdaten, und ich würde jetzt mal probieren, auch eine Live-Demo zu machen. Und zwar von unserem Produkt, dem Trust Creator. Das haben wir nämlich im Moment in Zeiten von Corona hier bei uns auf der Website in einer abgespeckten Version auch kostenlos zur Verfügung gestellt. Das heißt, dass jeder jetzt auch mit seiner Company-E-Mail sich registrieren kann und dann auch in einem gewissen Rahmen Dokumente signieren kann und absichern kann. So, genau. Also, wenn wir uns das hier angucken, wir gehen einfach hier drauf auf die Seite, man registriert sich kurz mit seiner E-Mail-Adresse, muss die einmal kurz verifizieren und schon kann man seine Dokumente signieren. Wir können hier einfach entweder per Drag and Drop oder wir wählen das Ganze hier aus. Ich habe jetzt mal hier eine Beispielrechnung erstellt, PDF, aber wie gesagt, es kann auch einfach ein Word sein. Die ziehe ich da rein. Das Dokument wird geschützt. So, genau. Zack, ist das Dokument signiert. Ich könnte jetzt die Rechnung einfach an meinen Kunden verschicken und der Kunde könnte dann auch sehen, okay, ich kann überprüfen, ob die Datei echt ist. Ich nehme die Datei einfach, könnte ich auch wieder per Drag and Drop machen. Und zack, wird genau gesagt, das Dokument ist echt. Hier ist der Aussteller, aufgrund von personenbezogenen Daten ist das hier vorne anonymisiert. Jedoch kann ich ja genau erkennen, okay, das ist eine E-Mail-Adresse von TrustCerts. Das ist auch eine E-Mail-Adresse, mit der ich sonst auch Kontakt habe. Das ist mir nicht suspekt. Und hier kann ich auch genau sehen, wann du das Dokument auch über die Blockchain abgesichert. Genau. Und so kann ich ganz einfach innerhalb von wenigen Minuten die Echtheit eines Dokumentes überprüfen. Das funktioniert, wie gesagt, mit allen Dokumenten, die digital erstellt wurden. Genau. Das wäre es auch von meiner Seite. Super, vielen Dank, Flo. Genau, die erste Frage ist auch schon reingekommen. Ich weiß nicht, ob du die persönlich siehst im Chat-Fenster. Ja. Genau, perfekt. Genau, also ich nehme das mal auf, im E-Government-Bereich. Wir sind in diversen Netzwerken und Verbänden mit drin, die sich im Bereich E-Government beschäftigen. Wir stehen da auch in Kontakt mit der Bundesdruckerei, dann auch mit der Stadt Gelsenkirchen. Wir sind ja eine Ausgründung aus dem Institut für Internetsicherheit in Gelsenkirchen. Genau, also da sind wir auch unterwegs, ist aber tatsächlich ein schwieriger Markt, einfach aufgrund dessen, dass natürlich im Government-Bereich es sehr langsam vorangeht. Genau. Absolut. Gibt es noch weitere Fragen, die ihr jetzt noch persönlich an Flo habt, oder seid ihr erstmal damit gut bedient? Okay, top. Genau, wie auch bei den anderen beiden, wenn da noch Fragen aufkommen sollten im Laufe des weiteren Vorgehens, kannst du ja auch gerne darauf eingehen. Und super. Dann auch ansonsten vielen Dank nochmal von unserer Seite aus. Gerne, gerne. Pitch, auch nochmal für die Vorführung. Ich glaube, das ist ganz spannend und bietet einfach nochmal einen gesonderten Eindruck. Gerne, darf jeder gerne ausprobieren bei uns auf der Website.